Hallo, wir sind's wieder, euer Joe und euer Uwe. Wir wollen euch heute zeigen, wie ihr euch am Radikaldart anmelden und registrieren könnt. Nun befinden wir uns am Gerät. Das Gerät ist im Demo-Modus. Touch berühren, kommt das Menü. Unter dem i für Information kommt das Menü und der Menüpunkt Erstanmeldung. Gehen wir rein. Hier seht ihr die Nutzungsbedingungen, die ihr euch bitte durchlässt, auf die zweite Seite wechselt und dann mit OK bestätigt. Nun kommen wir zur Kennung. Die Kennung besteht aus dem ersten Buchstaben Vorname, dem ersten Buchstaben Nachname und das komplette Geburtsdatum. Wir fangen an. Max Muster, also ein M für Max, ein M für Muster. Und das Geburtsdatum lautet 29.02.1990. Wenn ihr das eingegeben habt, bestätigt das bitte mit OK. Jetzt gebt ihr bitte einen Spitznamen ein. Bei unserem Max ist der Spitzname Maxi. Okay, auswählen, jawohl. Wir geben hier jetzt eine Fantasie-Handynummer ein. Ihr gebt bitte eure richtige Handynummer ein, damit wir euch den Bestätigungscode auch zusenden können. Mit OK bestätigen. Und dann seht ihr blau Daten bestätigen, bitte auf diesen Button drücken. Jetzt kommen wir zu eurem Foto. Bitte positioniert euch jetzt vorm Gerät, dass euer Kopf in diesem gelben Viereck ist. Wenn ihr denkt, es ist okay, drückt bitte hier auf die Starttaste. Jetzt zählt es von hier 3, 2, 1. Wenn ihr auf eurem Foto jetzt ausseht, wie hier in unserem Beispiel der Joe, habt ihr die Möglichkeit, dieses Foto nochmal zu machen. Stellt euch bitte nochmals vor die Kamera, drückt auf Start, wartet. Wenn ihr jetzt zufrieden seid mit eurer Aufnahme, dann drückt bitte hier unten auf OK. Akzeptieren. Somit ist eure Erstanmeldung, die Registrierung am Radikaldart, abgeschlossen. Die Anmeldung am Gerät ist abgeschlossen. Nun gehen wir online auf die Homepage von rdto.de und führen die Registrierung zu Ende. Nun befinden wir uns auf der Homepage von rdto. Hier die Adresse. Dort klicken wir auf den Link Registriere dich kostenlos. Es öffnet sich das Eingabefeld. Hier gebt ihr bitte eure Kennung, euren Spitznamen, Name und Adresse komplett ein. Eure Handynummer bitte eingeben, eventuell freiwillig aber auch eine E-Mail-Adresse, um diesen Sicherheitscode zu bekommen, wo ihr euer Passwort ändern könnt. Eure Adresse benötigen wir, um euch im Gewinnfall den Scheck nach Hause schicken zu können. Die Handynummer brauchen wir, um mit euch im Supportfall in Kontakt zu treten oder euch zu den Endturnieren einzuladen. Über eure E-Mail-Adresse bekommt ihr einmal wöchentliche Infos zu eurem PPD und interessante Meldungen rund um Radical Darts. Wenn ihr ausgefüllt habt, die Registrierung abschließen auf diesen Link und dann seid ihr fertig. Dann viel Spaß. So, das war die Registrierung und Anmeldung am Radikaldart. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und würden uns freuen, wenn wir euch wieder auf unserem Kanal begrüßen dürften. Wir wünschen euch allzeit Good Darts, euer Joe und Uwe.